Kann man ja eigentlich nicht schießen? Sekunde, ich muss mal was testen. Nein, nicht, nein, ach nein, 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 jetzt bin ich. Ja, das passiert. Ja, ich wollte nicht landen. Scheiße, jetzt habe ich Plutonium verschwendet. Ja, gut. Vielleicht haben wir hier noch ein bisschen Material. Boah, das war knapp. Ich bin fast in die Schlucht gelandet. Kommen wir hier wieder raus? Ja, hier kommt man wieder raus. Fällt runter und meint schon, wir können wieder rauskommen. Ja, wir kommen da wieder raus. So, was haben wir denn hier noch? Oh, ein Loch. Oder auch nur eine Vertiefung. Nee. Das wird alles Eisen sein. Ja, Eisen, Eisen, Eisen. Eisen braucht man aber eigentlich bisher gar nicht. Da ist ein Geheimnis. Das ist doch unser System hier. Ach so, ich kann sehr hoch springen. Na gut, laufen wir mal da hinten hin. Zu dem Geheimnis. Jonsback-Ebenen. Jonsback. Der alte Jonsback. Kennt man ja aus Spielen. Der alte Jonsback. Das klingt komisch. So, Platin. Nehme ich auch mal mit. Das scheint nämlich nicht sehr häufig hier vorhanden zu sein. Aber einfach mal mitnehmen, ne? Brauchen wir nicht, aber einfach mal mitnehmen. Ja. Das tue ich wirklich. Ach, schade. Eine Ruine. Die Ebenen von Jonsback. Und hier ist nichts, was man erforschen kann. Schädigte Maschine. Ah. Dimensionale Matrix. Ja. Abklingzeit der Phasenlasers werden erheblich reduziert. Nice, auch gut. Und so können wir uns halt mit Informationen immer mehr aufpeppen, wie man hier was macht. Ja gut, das scheint es aber hier schon gewesen zu sein. Oder ist hier noch was zum Erforschen? Scheinbar nicht, aber da vorne ist noch irgendwas zum Einsammeln. Ich befürchte, das ist wieder Plutonium. Nee, sagt schon, das andere Ium. Richtig. Ich meine natürlich das Blaue hier, was wir gerade schon hatten. Platin. Ist ohne Ium. Aber es geht echt hier darum, sehr viel zu erforschen und zu entdecken. So. Ist das Kohlenstoff? Nein, Eisen. Wieso ist hier alles Eisen? Nein, das ist auch Kohlenstoff. Das sehe ich auch ganz genau mit meinem Expertenblick. So. Denn ich baue ein paar Bäume ab. Wir brauchen nämlich gleich sicherlich wieder viel Kohlenstoff. Nee, diese kleine Pflanze können wir mal belassen. Und das hier ist was? Ah, Gesundheitsregeneration. Da vorne ist unser Raumschiff. Und hier ist der Baum. Und den werden wir jetzt abarbeiten. Dieses Isotop. Damit wir ein bisschen Kohlenstoff auf Tasche haben. Zink. Ich brauche Zink. Ich mache nicht die Pflanze kaputt. Ich brauche nur Zink. Hier war doch gerade noch was. Oder bin ich da gerade schon dran gewesen? Achso, das war das. Okay. Wow. Das ist doch... Das fällt mir jetzt mal auf. Alter, das ist ein fucking Riesenkrater. Hallo. Es scannt mich gerade, aber wir sind ja friedlich. Alter, das ist ein fucking Riesenkrater. Übel. Und da hinten ist was zum Erkunden. Da könnten wir hinlaufen, aber ich würde mal sagen, ja, ich glaube, fliegen ist ein... Ja, ich bin... Ja, das hatten wir gerade schon mal. Ich bin mir unschlüssig, ob wir hinfliegen sollen, weil wir verbrauchen extrem viel Plutonium dabei. Und das liegt hier nun mal jetzt gerade nicht... Alter, aber das ist so weit weg. Ich fliege da hin. Komm, was soll's? Mal zum Ersten gehen wir zu diesem Monolith da hinten.
Ich laufe hier durch die Weltschaft. Achso, ich bin wieder ohne Ausdauer. Hier noch irgendwas Interessantes? Immer mal wieder scannen, vielleicht taucht ja irgendwas Neues auf. Haben wir was? Vielleicht ist das auch wieder Plutonium. Haben wir sonst noch was in der Nähe? Nö. Nö, da hinten sind nur 7 Millionen Dinger. Nö, haben wir nicht. Wenn ich jetzt... Ich bin gerade voll verwirrt. Ist das jetzt hier unten drin oder wo war das? Ich bin verwirrt, meine Freunde. Ich bin total verwirrt gerade. Ich glaube, das ist hier im Untergrund. Ja. Wer hätte das geahnt, dass ich mich mal hier verlaufe? Boah, was für ein fetter Auto. Was für ein fetter Auto, ey. Nein, jetzt so ein Witz, der ist dick. That's what she said. Nein, glaube ich, ja, verleibe ich mir ein bisschen ein. Machen wir nicht ganz. Okay, ich habe eigentlich aufgehört zu drücken, aber okay. Das zum Thema nicht ganz. So, was ist das denn hier wieder Feines? Und es ist Zink. Kohlenstoff, okay. Kann man das so abnehmen? Nee, kann man nicht. Ja. Müssen wir da abstrahlen. Nicht, dass das merkwürdig klingt, aber... Ah, doch ein bisschen. Alter, wie weit bin ich denn jetzt gerade wieder gelaufen? Ich bin tierisch baff. Wie weit man hier eigentlich läuft in einer kurzen Zeit. Und jetzt bin ich voll verwirrt. Ich laufe gegen den Baum. Gegen den Felsen hier, gegen den riesigen. Hier ist aber nichts mehr, was interessant ist. Lebenserhaltungssystem, Energie niedrig. Ja, das weiß ich. So. Können wir gerade irgendwas Neues vielleicht mal bauen? Oh, was bist du? Haben wir dich schon? Ah ja, Hirschgeweih. Hirschgeweih, ich war so frei. Ich wusste, was du bist. Nur den Namen merke ich mir nicht. Echt nicht? Ich dachte, du lernst sie alle auswendig. Ja, dachte ich auch. Und dann habe ich sie gelesen. Dann sagte ich so, nö. Bewegt sich hier gerade irgendwas? Nee, es täuscht. Nee, das täuscht. Okay. Ich dachte, weil ich, wenn ich hier so gucke, das sieht immer so aus, als würde sich das ganz leicht von rechts nach links bewegen. Merkwürdig. So, mal einsteigen. Und wieder rauf in die Luft. Kann man von hier oben... Nice, man kann auch von hier oben aus scannen. Wir können auch ins Weltall fliegen, aber da möchte ich bisher noch nicht. Da möchte ich mich noch ein bisschen zurückhalten. Haben wir hier noch so irgendwas? Und hier haben wir immer zwei Ruinen. Was ist das denn da? Boah, wäre auch cool, wenn so ein Riesenviech hier irgendwo mal auf so einem Planet ist. Und ich meine, so ein Riesenviech, wo du selbst mit so einem Flugzeug hier so ein bisschen Probleme kriegst. Das wäre cool. Aber man weiß es ja noch nicht. Also mal ein bisschen Schub geben. Ah, da haben wir wieder eine neue Ruine. Und wo sind die anderen? Waren ja noch welche. Ich muss mal kurz den Scanner wieder anschmeißen. Die sind noch ein bisschen weiter weg. Ich glaube, da müssen wir hinlaufen dann. Nein, ich möchte nicht ins Weltall. Ich möchte landen. Ist manchmal ein bisschen eilig mit dem Landen. Ne? What the hell? Wir haben noch 3 Punkte. Nice! Gibt so viel zu entdecken. Tapof entdeckt. Ein Tampon hätte ich jetzt eher lustig gefunden, aber nee. Interessant. Ob hier jemand wohnt? Sitzen zumindest. Hier sitzen zumindest Sitze. Hier sind zumindest Sitze. Hm.
Ich bin mal gespannt, was hier drin los ist. Tür zerstören, Stahl durchstellen. Was? Wir müssen die Tür zerstören, weil wir sonst nicht reinkommen? Oder ist das gar kein... Ich glaube, wir müssen dafür was anderes... Oh nein, wir kommen da gar nicht auf normalen Wege rein. Ist minimal laut. Hm. Oder gibt es hier noch einen Eingang? Ich glaube, das war der Eingang. Ich glaube, sehr, sehr, sehr sicher, das war der Eingang. Kommen wir nicht rein. Ey, wie doof ist das denn jetzt bitte? Was hat es aber mit dem Teil da auf sich? Und dann begeben wir uns halt zu dem nächsten. Weil ich habe keinen Laser. Ein Überbrückungsschip. Wofür ist der? Für alle andere Technologien war der. Ich guck mal, ob ich einen machen kann. Ob wir noch genug Material haben, meine ich damit natürlich. So. Können wir einen machen? Warte. Seit wann können wir das denn? Ausdauersteigerungssigma. Nutzer kann über längere Distanz im Zeitraum rennen. Und dann machen wir das Ding noch. Ach, das ist... Ernsthaft, das braucht auch noch Platz? Finde ich ein bisschen übertrieben. Also wenn man die Rüstung jetzt hier nochmal einen extra Slot hätte, aber... Alter, ernsthaft? Na gut. Na gut. Muss ich mich jetzt mit arrangieren. Vor allem, wir können nur einen machen. So, was können wir denn machen hier? Ein Überbrückungsschip? Ja. Gut. So. Warum ist mein Raumschiff jetzt hier? Habe ich gerade nicht drauf geachtet, das war ein Rufding. Naja, gut. Ach Mann. Aber man muss ja immer noch reinkommen. Das ist immer noch alles erforschen. Das Spiel sagt einem fast gar nichts. Ein bisschen deutet es auf das ein oder andere hin. Faszinierende Perle. Nichts gefunden. Nichts gefunden. Okay. Hm. Wiederherstellungspunkt erstellt. Hm. Wobei, können wir denn jetzt mal doch einen Laser bauen? Das bringt ja nichts. Früher oder später müssen wir eh eine Waffe haben. Gehe ich mal stark von aus. Und, Blitzwerfer. Ja, machen wir das doch mal. Okay, ich habe zwar keine Ahnung, wie man das macht jetzt. Aber, testen wir mal. Wie baut man jetzt ab und wie schießt man? Und ist das jetzt beides dasselbe? Dann würde ich nämlich versuchen, ob wir durch die Stahltür kommen. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass das nicht klappen wird. Und zumindest haben wir schon mal eine Waffe. Da ist ein Schuss gefallen und der kam nicht von mir. Was zum... Was war das? Da ist ein Schuss gefallen, ganz deutlich in... nicht gerade in der unmittelbaren Umgebung, aber... jetzt bin ich halt im Kreis. Muss mich jetzt verarschen? Wo ist der Eingang hier?
Ach, hier. Na gut, bin ich einmal im Kreis gelaufen. Können wir da jetzt rein? Ah, wir können das zerstören, glaube ich. Oh, das, okay. Das kann ein bisschen dauern. Oh nein, 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 nein. Jetzt müssen wir uns verteidigen. Was zum... Oh, scheiße. Das war ganz dumm. Ja, nachladen. Wie nachladen? Sag mir das doch mal. Habe ich jetzt nachgeladen? Nein, ich habe nicht nachgeladen. Definitiv nicht. Ah, jetzt habe ich nachgeladen. Okay, wir müssen uns mit denen anlegen. Tut mir leid. Tut mir leid, Roboter. Ich wusste es nicht besser. Ich wusste es nicht besser. Das Problem ist jetzt gerade nur folgendes. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich im Inventar bin, jetzt sicher bin. Verschieben. 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 Und verschieben. So. Wächtereinheit deaktiviert. Okay, haben wir hier noch was viel Schlimmeres, was ich gar nicht ahne? Na, das macht mich ja jetzt erst recht neugierig. Neuling. Erster Wächter zerstört. Ja, das wollte ich aber ehrlich gesagt gar nicht. Das wollte ich wirklich nicht. Aber schön, dass mir das Spiel sagt, wie man nachlädt. Danke. Das fand ich jetzt am wenigsten lustig. Wie kommt man denn jetzt hier oben rauf? Ich bin schon oben. Ich bin... Achso, okay. Was haben wir? Plutonium und... Isotopium. Nein, nur mehr Plutonium. Aber hier waren doch gerade noch zwei weit. Oh, da sind die anderen. Ah, Wächter. Ah, mein Knie. Problem ist. Warum habe ich jetzt geschossen? Die werden uns gleich auch wieder anprangern. Scheiße. Ich befürchte, wir müssen sie jetzt abschießen. Damit wir da rein können. Das ist ein bisschen mies. Aber ich muss mal im Inventar gerade rumstöbern hier. Mal zum Multiwerkzeug hier. Was sagt die Aufladung? Das reicht nur aus. Das reicht beides nur aus. Okay. Was sagt das Lebenserhaltungssystem von unserem Exo-Anzug? Es sagt, wir brauchen ein bisschen Aufladung. Okay, machen wir das doch mal. Ja, okay. Ich muss da rein. Was auch immer da drin ist. Ja, wie lange willst du mich denn jetzt scannen? Meine Güte, du hast mich jetzt schon zweimal durchgescannt. Du weißt sogar, was meine Vorfahren gemacht haben, jetzt aufzuscannen. Hört nicht auf zu scannen. Okay, es bringt ja alles nichts. Das bringt ja leider alles nichts. Reisemeilenstein erreicht. Was habe ich denn jetzt wieder erreicht? Geh 5 Schritte mehr als zuvor. Bummler. 10.000 Schritte. Ja, jetzt kenn mich doch nicht 1.000 Mal, meine Güte. Okay. Du wolltest es nicht auf die... Ich will es jetzt nicht auf die harte Tour, aber du gehst nicht weg. Du gehst nicht weg. Du gehst nicht weg. Du gehst auf den Zack. Ich geh weg. Feindselig? Ich bin ja feindselig. Geh weg. Ja, natürlich. Jetzt muss ich direkt während dem Schießen muss ich nachladen. Come on. Oh, Titan. Ach, von denen kriegt man Titan.
Tut mir leid, aber keine Gefangenen. Keine Gefangenen. Warum habe ich jetzt so eine Rockmusik? Oh fuck. Oh oh, von wo? Oh, nicht noch mehr. Bitte. Ich will doch nur hier rein. Wo ist das Problem? Man will mich hier nicht reinlassen, man merke ich, ne? Da muss irgendwas ultra wichtiges drin sein. Ich kann auch ausweichen. Wir können auch ein bisschen Star Wars spielen. Dann schieße ich euch noch ab. Ich befürchte, wenn ich jetzt zu viele abschieße, kommt gleich noch was viel Schlimmeres. Boah, das Nachladen ist auch ultra langsam. Okay. Okay, Zielen ist jetzt nicht so meine Stärke hier in dem Spiel scheinbar. So kriegen wir auch Titan. Wir befinden uns hier in einem harten Kampf. Boah, Alter, wenn das Ding mal treffen würde, ne? Ey, so zieht's drauf, weil alle Schüsse wie... Oh, fucking! Ich wusste, das hätte ich nicht machen sollen. Holy shit! Okay, jetzt was viel zu Tolles drin. Renn, Bro. Renn. Renn. Wo ist mein Flugzeug? Ich weiß gar nicht mehr, wo mein Flugzeug... Ach, scheiße, ist da direkt jemand. Oh, scheiße. Ob ich das noch lebendig dahin schaffen möchte, ich bezweifle. Lauf, Bro. Lauf. Boah, der Laser ist gemein. Renn, da ist jetzt keine Ausdauer, die du nicht hast. Scheiße, wir müssen hier weg. Oh, fuck, ey. Ich wusste, es ist nicht gut gehen können. Ach, Gott. Ah, aber die Tür ist schon mal ordentlich damaged, aber wir auch. Können wir hier mit... Nee. Womit kann man hier eigentlich schießen? Ich muss mal kurz nochmal kauen. Tut mir leid. Haben wir gerade so überlebt, ey. Haben wir das gerade so überlebt. Alter Falter. So, Steuerung, Flugschiff. Achso, hier kann man ja nur runterklicken. Auf X ist schießen. Ah, okay. Ah, okay. Ich wollte das nur mal testen. Ich möchte jetzt niemanden wirklich abschießen. Wobei, wir könnten uns in das Türchen da reinschießen. Störe die Drohne vor einem weiteren Wächter alarmieren. Oder verhindere, entdeckt zu werden und flieh. Es gibt noch mehr Wächter. Wow, Alter. Okay, ist ein bisschen mies. Es ist geil, aber ist auch ein bisschen mies, dass direkt die Gegner direkt da sind. Und nicht erst aus einer Distanz angelaufen kommen. Alter, weiter. Aber ich befürchte, das wird nicht das erste Mal sein. Das letzte Mal. Das erste Mal ist immer einmalig. Kann man das auch so zerstören? Hat ein bisschen den Star Wars Feel. Er hat so ein bisschen das Feeling von Star Wars. Also tiefer als so können wir gerade... Achso, ich dachte, das wäre jetzt so ein böses Geräusch. Hier ist übrigens der Krater, den wir, glaube ich, vorhin schon gesehen hatten. Oder das da vorne. Nee, das da vorne ist der. Boah. Das Land hier hat ordentlich was weggekriegt. Boah, ich will da rein. Aber gegen Elite, da habe ich ja nicht mal ein bisschen eine Schnitte. Mit meinem kleinen Püsterich, der voll Geltung da, der eine halbe Wasserpistole. Was mich jetzt aber interessieren wird, wenn wir jetzt hier landen. Und ich muss vielleicht mein Flugzeug wieder mit Plutonium auffüllen. Sind die Feinde immer noch da oder sind sie jetzt einfach weg? Wächtereinheit deaktiviert. Was sagt eigentlich mein Leben gerade hier? Ich habe gar keine Ahnung. Sieht gut aus. Sage ich jetzt einfach mal. Ich habe keine Ahnung.
Ich sehe das nicht. So, füllen wir mal ein bisschen Plutonium nochmal nach. Haben wir hier noch ein bisschen... So, damit haben wir nämlich nochmal ein bisschen Platz. Haben wir dann... Actanium müssen wir auch haben zum Aufladen. So, mal kurz scannen das Gebiet. Nein, fuck. Ich wollte noch nicht schießen. Aber ich glaube, das Gebiet ist sicher jetzt. Neue Technologie enthält Granatenintensität Sigma. Wir können Granaten machen. Bam. Also hat sich das sogar mehr als einmal gelohnt, dass wir diese komischen Viecher gerade erledigt haben. Nice. Und jetzt heißt es hier reinkommen. So, ist das wieder aufgeladen? Nee. Oh oh, nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Geh auf, geh auf, geh auf. Und rein da. Kann man den Alarm deaktivieren? So. Der Alarm hat die Informationen auf die Premiere unerkenntlich gemacht. Ich erkenne nur ein paar Worte. Scheiße, ich hätte das nicht machen dürfen. Ich hätte warten sollen, bis der Alarm weg ist. Wenn es mir gelingt, herauszufinden, woran es hier gearbeitet wurde, kann ich Operationen, ja, erstmal rausgehen. Ich bin gar nicht mehr hier drin. Raus, raus, hier ist Privatsphäre. Raus mit euch. Raus hier. Hier gibt's nichts zu sehen, ihr alten Spannbotter. Raus. Ja, genau. Hier geht nur, hier ist, ich bin auf dem Knopf. Ich bin eingeschlafen, okay? Ja, du kannst mich scannen, okay? Wenn du mir versprichst, Alter, du kannst mich scannen. Wenn du versprichst, rauszugehen danach, okay? Wo bin ich denn jetzt? Ach, ich laufe gegen den Stuhl. Ach, hier kann man sitzen. Tolle Animation. Können wir einfach mal den Stuhl drehen, so. Schild auf Maximum. So. So, wenigstens... Er war raus, Mensch. Meine Güte, die gehen aber auch nicht weg. Als wenn ich hier so ein Eindringling wäre. Ich wette, hier komme ich auch wieder nicht rein. Wo kriegt man denn den Atlas Pass V2 her? Ach, Atlas Pass. Kann das sein, dass man die Mission esse oder beziehungsweise ein bisschen hier hinterher forschen muss? Sprich, ich kann theoretisch eine Antwort geben. Praktisch bringt mir das jetzt gar nichts. Wir können Ratespiel machen. Der Alarm hat die Information primär thermal unkenntlich gemacht. Wenn wir es gelingt. Abschusskasse. Nee. Nee. Kann ich nur raten. Und das möchte ich nicht machen, weil ich die negativen Effekte nicht kenne, wenn ich hier so ein Tripletten-Du bei mir drin sitzen habe. Ich kann aber mal schauen, was unsere Hauptmission eventuell ist. Weil das habe ich bisher noch nicht so ganz verstanden. Auf jeden Fall haben wir jede Menge Viecher hier eingesammelt. Die kann man doch scannen? Ernsthaft? Schön in den Fokus. Die waren... Nee, ja, die fand ich putzig und die hier fand ich auch cool. Oh, die haben Minikopf mit so einem Schwanz und ich weiß nicht, ob es eine Echse oder sowas ist. Oder? Steht da noch was bei? Pflanzenfresser. Nahrung. Oxidelemente. Also auch eine Art Pflanzenfresser. Pflanzenfresser. Oxidenfügsam. Nö, ist einfach mal da. Man darf die selbst... Alter, man darf die Pflanzen benennen. Boah, wie geil ist das denn? An so eine Witz. Auch wenn du Opolepis Reviomec heißt, ich nenne den jetzt um. Du bekommst den Namen, kann man jetzt hier drüber arbeiten. Tiny Head. Fuzzle. Tiny Head.